Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und wir hatten eben das Unboxing zu diesem, Nutella gemacht. Ja, also dieses Unglasing ist es ja. Und wir haben uns dieses Glas dabei genauer angeguckt. Eigentlich war da schon die Hardware mit bei. Ich möchte aber nochmal in diesem speziellen Hardware-Video drauf eingehen, was wir hier an Hardware so Besonderes haben. Die Hardware an sich ist in diesem Glas. Ja, es scheint auch sehr dickwandig zu sein, um die Hardware, also dieses Nutella-Zeug, sehr zu schützen. Wir haben hier unten auch Pinöbels dran. Ja, wir wollen uns jetzt mal die Hardware an sich etwas genauer angucken. Ich habe dazu schon mal was vorbereitet. Ich nehme dazu mal einen ganz normalen Löffel. Ja, gibt es ganz normal, ist ein Plastiklöffel. Der ist vorne so ein bisschen rund, dass er da ein bisschen so spitz zu Lamm laufen, seht ihr, also nicht ganz rund, dass er da besser eintauchen kann. Da wollen wir uns jetzt mal die Konsistenz da etwas genauer angucken und wie die Hardware sich hier an sich verhält. Ich habe dafür jetzt mal etwas reingezoomt. Ich werde dazu mal etwas höher machen. Da gucken wir uns das jetzt mal an. Also sie ist im momentanen Zustand flüssig, würde ich jetzt nicht sagen. Es kommt an von der Konsistenz, würde ich jetzt eher sagen, Gelee-Gel-mäßig. Es hat hier so etwas Flüssiges an sich, aber nicht ganz flüssig, weil ihr seht ja, hier tropft es, also seht ihr jetzt nicht, ach, muss ich etwas rauszoomen. Es tropft hier so nicht ganz runter, also es bleibt hier oben ein bisschen hängen. Ja, und wenn ich jetzt hier was rausnehme, es bleibt, muss ich mal umdrehen, so größtenteils am Löffel hängen. Also, ja, ich würde jetzt sagen, gelförmig. Ja, und wenn ihr das Unboxing gesehen habt, habe ich ja auf diesen, auf den Sicherheitsmechanismus, den Auslaufschutz, will ich ihn jetzt mal nennen, ja, darauf hingewiesen. Dieser ist sehr schwergängig aufzumachen. Der Deckel, der geht sehr gut und leicht auf. Da haben sie hier extra so Rillen drin, ist sehr griffig, geht sehr schnell auf. Da hat der Hersteller aber definitiv nicht weiter gedacht, weil wenn wir den Deckel aufhaben, der Sicherheitsmechanismus, der Auslaufschutz, geht sehr schwergängig auf. Mit ohne Werkzeug ist es schwer zu machen. Dafür bräuchte man denn sowas, nennt sich Fingernägel oder ein scharfes Messer, um das einzupieken und abzuziehen. Mit einer Lasche haben sie da leider nicht. Ich hätte es schön gefunden, hier zum Beispiel eine Lasche zu haben und dann, dass man das so aufmachen kann. Dieser Auslaufschutz ist jetzt bei mir ruiniert. Seht ihr ja, also es ist nur Papier, ja, plastiniertes Papier irgendwie. Macht sich meines Erachtens nach jetzt im späteren Gebrauch etwas schlecht, wenn ich hier diese gelflüssige Konsistenz so sehe. Und mir das dann vielleicht mal umfällt, ja, dann hätte ich hier gleich alles am Deckel, ist nicht gerade gut gelöst. Da hätte ich jetzt vielleicht noch einen extra Verschluss gewählt oder in einem anderen Behältnis gemacht, wo der Auslaufschutz ein bisschen besser gewährleistet ist. An sich aber so schon gar nicht mal so schlecht. Auch vom Design haben sie da ein bisschen was für das Auge gemacht, hier mit diesem Bauchigen, wenn ihr das hier so seht. Ja, ihr seht, es geht sehr leichtgängig auf dem Tisch. Also wenn man dann hier, weil der Hersteller weist hier an mehreren Stellen darauf hin, dass es für den guten Morgen geeignet ist. Und wenn man morgens nicht so viel Kraft hat, möchte man ja nicht immer was hin und her reichen. Also könnte man es eigentlich, wenn man keine Tischdecke auf dem Tisch hat, einfach mal rüberschieben zu seinem Nachbarn und der schiebt es dann einfach wieder zurück und dann zum nächsten hin. Das wäre jetzt hier kein Problem. Für Morgenmuffel einfach mal das
rüberschieben, ohne sich großartig bewegen zu müssen. Das verdanken wir diesen kleinen Nubbeln. Ich traue mir jetzt nicht, es weiter zu zeigen, da diese gelartige Substanz dann auslaufen könnte. Ja, das war es auch soweit zum Hardware-Video. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich im Hardware-Check und dann werden wir dieses Mal, ja, Gel würde ich es mal nennen, Gelee, keine Ahnung, wenn ihr da eine Idee habt oder wisst, wie man es nennt, einfach unten in die Kommentare posten. Ich bedanke mich dann dafür auf jeden Fall schon mal und würde sagen, dann sehen wir uns jetzt gleich im Hardware-Check-Video. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.